Es ist mal wieder Zeit für Funfair Blog, eine Art Videoblog über Freizeitparks und Kirmes. Heute gibt es die Vlog-Fortsetzung von meinem zweitägigen Ausflug ins Phantasialand in Brühl. Zusammen mit den YouTube-Kanälen Parkverbot und der Funtime Arena sowie anderen sympathischen Freizeitpark-Fans habe ich einen weiteren ganzen Tag im Phantasialand verbracht. Erlebt unter anderem hier in diesem Video spaßige Momente, Achterbahnen, thematisierte Fahrgeschäfte, ein Typ mit Sonnenbrille und mein Hotelzimmer. Unfassbar, oder? Also bleibt dran, wenn ihr auf echte Kölner frohen Naturen steht und bis gleich. Jawoll, eine echte Jex. So, ja, zweiter Tag im Phantasialand. Wir waren gerade im, wie heißt das hier, Tartüff? Also, wie heißt es? Hotel Tartüff, ne? Ja, ja, Hotel Tartüff, das ist so ein Madhouse, also mit Labyrinth, Glaslabyrinth und irgendwelchen Hindernissen. In so einem, also Glaslabyrinth. ja, das Tartüff, das verrückte Hotel, so heißt es, war wirklich sehr witzig und unterhaltsam. Also auch so die Pre-Show mit dem Schauspieler da. Ja, man merkt wirklich, dass sie wirklich Spaß dran haben und ja, war witzig. So ein schönes Lauf, eine schöne Laufattraktion, also hat sich gelohnt. Ja, wie gesagt, heute zweiter Tag im Phantasialand. Heute ist es nicht, komischerweise nicht ganz so voll wie im, wie gestern, ne? Der Oman ist da. Nee, nee, da fehlt noch das Mikro mit dem Taschentuch. Achso, Moment. Nee, das ist, nee. Taschentuch. Und ja, ist nicht ganz so voll, ne, oder? Nee, Parkplatz, sieht aus bei dir beim Parkplatz? Hier Mensch. Ja, 55 Minuten schon gerade bei Taron. Gestern waren es 70. Ja, siehst du, ist komisch, ne? Ja. Weil ich dachte, heute wird es voller, weil Sonntag. Sonntag. Und denken wahrscheinlich viele so. Und ja, ist unfassbar, oder? Ja, jetzt wollen wir mal gucken. Ich habe übrigens einen Weißabgleich heute Morgen gemacht. Unfassbar, echt? Ne? Ja, habe ich nicht vergessen. Jetzt sind die Farben auch richtig knalle. Schön, schön. Schön, ne? Und ihr wart gestern noch von wildfremden Leuten, wurdet ihr noch eingeladen? Ja, wir wurden von wildfremden Leuten entführt auf ein Getränk. Also, ich habe schon eben bei uns im Vlog gesagt, es ist wohl nicht so, dass jeder Brühler gegen das Phantasialand ist. Also, die waren pro Phantasialand und wohnen direkt gegenüber. Hier, also, schöne Grüße. Schöne Grüße. Und ja, irgendwelche fremden Leute einfach, ne? Und da lief Musik, ne? Auf einmal war so aus. Und dann haben Biene geschrien, ey, mach mal mehr Musik an. Und dann kamen die auf einmal, ne? Eine richtig rheinische Coronatur, ne? Nächster Jeck! Susi. Und ja, dann durften wir da halt noch ein bisschen verweilen und ein bisschen trinken. Ganz komisch, aber ja, ganz cool. Ja, ist ja cool, ne? Ja. Ja, so sind wir, wenn wir überall eingeladen. Ja, ja, okay, das ist immer positive Einstellung, lohnt sich. Ne, ihr müsst einfach, wenn ihr in einem Park seid, ihr müsst einfach ein bisschen lachen. So, genau, genau. Oder? Immer lachen, dann kriegt ihr immer was umsonst. Genau. Unfassbar. Ja, was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Ich brauche noch ein paar Aufnahmen von Talokan, fällt mir ein. Talokan? Ja, außen. Wollen wir mal kurz hingehen? Ja, kommen wir hier rum. Pla. Thank you.
Apropos, wir sind jetzt gerade Mystery, also eine meiner Lieblingsattraktionen gefahren. Mystery Castle oder wie ich immer zu sagen pflege, Kasseler Berge mit einem LKW, ne? Also geil, oder? Ich wusste gar nicht, dass man hier die Geräusche hört. Hier hörst du voll die Geräusche. Ja. Wusste ich gar nicht. Hier bleibe ich, glaube ich, den ganzen Tag. Also das ist doch geil, oder? Das ist geil. Auch hier bleibe ich den ganzen Tag. Wir fahren jetzt, wie heißt das nochmal? River Quest. Ich kenne das ja noch nicht mit der neuen Thematisierung und mir wurde schon vorgewarnt, da wären wir richtig nass. Scheiß drauf. Wir haben ja schönes Wetter, oder? Ach so, hier geht's rein. Ja, neue Thematisierung. Bin schon sehr gespannt und Ben sagt, da wären wir richtig nass. Ja, wenn man kein Poncho dabei hat. Ah ja. Hast du ein Poncho dabei? Nein, wir machen das immer ohne Poncho. Kann man kaufen? Ja, kriegt das nicht geschenkt? Nein, nein. Ja, dann kannst du ja nachher wieder einen Trocken füllen, wenn du mal. Wer? Für 2 Euro. Achso, ja? Für 2 Euro? Ja, ja. Brauche ich nicht. Weiß man ja nicht, dass es nass ist oder Wasser dabei, dann weiß man ja nicht. Ne? Ach. Vorsicht, Wasserspritzer. Gut, wir fahren jetzt River Quest. Ja. Wir sind jetzt gerade River Quest gefahren und wie man sieht, bin ich gar nicht nass geworden. Unfassbar, oder? Scheiße, ich glaube, ich habe das meiste abbekommen. Keine Ahnung. Also wenn man jetzt hier, ach nee, hier, Jonas hat auch ein bisschen was abbekommen, oder? Ich tropfe. Ja, jeder so, wie er das verdient, ne? Unfassbar. Und man, wir sind auch nicht die Einzigen, die jetzt nass geworden ist, wenn man hier mal guckt. Ne? Das ist unfassbar, oder? Ja. Es ist so nass, mein Handy erkennt meinen Finger. Das ist krass. Also da wirst du echt nass im River Quest. Das ist echt unfassbar. Aber es ist richtig geil thematisiert, wie ich finde. Hat sich wirklich gelohnt. Und wir haben heute Glück, weil das Wetter eben wirklich top ist und wirklich schön warm. Und von daher stört es auch nicht, so ein bisschen Wasser. Ne? Mein Gott, man ist auch nicht aus Zucker. Auf jeden Fall sehr viel Spaß. Aber diese Wasserbahn ist wirklich der Hammer. Also vom Nesselgrad her eine glatte 10 von 10. Also, das ist echt. Guckt euch an. Alle hier am. Ich hab überlegt, als ich beim Reisen. Ich bin das geworden. Ja, gut. Theoretisch könnte man jetzt noch mal Mystery Castle zum Trocken werden, aber wir gehen jetzt, glaube ich, keine Ahnung, Colorado Adventure oder sonst irgendwo essen. Schauen wir mal. Bis dann. Tschüss. Erstmal trocken füllen. Achso, ich habe noch was vergessen. Schönen Gruß an den River Quest Operator, der meine Tasche, wie sagt man? Gehalten, aufgepasst hat, weil normalerweise musst du die Tasche mit reinnehmen. Also top. Ich weiß jetzt seinen Namen leider nicht. Schöne Grüße. Er sagte auch direkt, der Oman. Unfassbar. Wenn du nicht vergisst, auch nochmal einen schönen Gruß an den Operator von Taron. Der sagt ja auch nochmal, Funfair-Blog, hoher Besuch. Da weiß ich deinen Namen leider jetzt auch nicht. Auch schönen Gruß. Und noch von, wie heißt das andere nochmal? Nicht Taron, wie heißt das andere? Talukan. Auch nochmal schönen Gruß an den Operator, der hat mich auch noch angesprochen und viele andere Leute, die jetzt hier waren. Ja, macht unheimlich Spaß, wenn man auch mal so die Community sieht. Sehr cool, weiter so. Ja, wir waren jetzt gerade lecker essen. Lecker, lecker. Lecker, lecker in der, wie heißt das nochmal? Taverne, ne? Nee, Rhythmus. Was? Ja, Rhythmus Taverne ist das. Ja. Oder so ähnlich. In Moos Taverne. Nee, Rhythmus. Ja, war sehr lecker. Was hatte ich gehabt? Weiß ich nicht. Irgendwas mit Spinat und. Schlutzkrapfen. Was? Schlutzkrapfen. Ja, genau. Schlutzkrapfen habe ich gehabt. War super lecker. Muss man wirklich sagen. Und man kann da echt perfekt essen, oder? War super. Ja. Vom Preis her ist auch okay. Ja, ich habe zwei Spreit. Denn diese. Was war das immer, Mutz? Schlutzkrapfen, Spinat mit Eggkäse und hast du nicht gesehen. 16 Euro mit Trinkgeld und so was alles bezahlt. Ja, kannst du nicht meckern. Also absolut preiswert, oder? Preiswert und lecker, ne? Definitiv. Also wenn du eine Jahreskarte hast, ja auch nochmal 10% Rabatt beim Essen, ne? Stimmt, habe ich ganz vergessen. Also wenn ihr mal essen wollt im Phantasialand, geht unbedingt dahin. Das beste Essen, ne? Kann ich empfehlen, ja? Ja. Das Beste vom Phantasialand. Das Beste vom Phantasialand. Also muss man wirklich sagen. Und jetzt sind wir gestärkt und hast du nicht gesehen. Und gehen jetzt, wo gehen wir eigentlich hin? Richtung Tempel. Ah, und dann gehen wir noch am Haus der 6 Drachen oder 7 Drachen. Keine Ahnung, vorbei. 7. Shoppen.
Ja, genau, wir wollen noch mal shoppen gehen. Ah, hier noch mal schön Taron, ne? Ah, geil. Cool. Ah, so muss das sein. Ja, wir haben echt Glück mit dem Wetter. Muss man wirklich sagen. Beste Wetter, nicht zu warm, nicht zu kalt, genau richtig eigentlich, ne? So ein bisschen mit Sonne und so. Ja, wir sind ja sowieso noch ein bisschen nass, ne? Ach ja, stimmt ja. Ich bin auch noch hier hinten komplett nass. Unfassbar, oder? Unfassbar. Ja, ja, ja. Das passt mit dem Wetter. Das passt mit dem Wetter gerade, ja. Genau. Hier gibt es auch Trockner. Unfassbar, oder? Und das bei dem Wetter, du. Naja, gut. Wir gehen jetzt Richtung Berlin und... Oh, Chiapas. Ist nicht Chiapas hier? Ja, da vorne. Unfassbar. Dreh dich. Nee, jetzt dreh ich mich nicht. Wenn ich mich hier so drehe, krass, oder? Ja, und jetzt gehen wir nach Berlin. Tschüss. Das ist so angenehm. Wir sind jetzt gerade, wo waren wir denn gerade noch? Im Souvenirshop waren wir? Ja. Dann sind wir noch mit irgendwelchen Fröschen gefahren. Was war das nochmal? Der fliegende Papagei. Der fliegende Papagei, wie komme ich da frisch hin? Weiß ich auch nicht, weil es grün war. Dann noch Temple of the Nighthawk. Zum 16. Mal für mich heute. Oh, Kinders, ey. Und die Hollywood-Tour, das wollte der Papa noch mal. Ja. King Kong wollte ich noch mal sehen. Der macht ja gar nicht, der macht einfach nur so. Den habe ich damals synchronisiert. War gar nicht so einfach. ja, sehr cool. Und jetzt sind wir gerade hier bei Winyas Force, Fears, wie auch immer. Und wollen da nochmal eine kleine Runde drehen, ne? Aber man sieht uns das vielleicht an, wir sind alle ziemlich fertig. Schon ganz schön anstrengend. 2 Tage volles Programm. Und morgen bin ich ja im Toverland. Den ganzen Tag. Und das wird auch sehr spannend und auch sehr anstrengend, denke ich mal. Da freue ich mich sehr drauf. Und das Video vom Toverland habt ihr dann wahrscheinlich schon gesehen. Ja. 10 Minuten. 10 Minuten? Ah ja. Ja, das geht ja. Gut, dann wollen wir mal ein paar Rundchen drehen, Lisa. Rundchen. So, ja, im Hotelzimmer angekommen. Ja, der Tag oder 2 Tage Phantasialand sind vorbei. Wir haben uns jetzt verabschiedet. Ich habe gar kein Video gemacht mehr, ne, von der Verabschiedung. Oh, unfassbar. Ja, war sehr anstrengend, war aber sehr schön, auch mal alle wiederzusehen. Auch viele neue Gesichter kennenzulernen, persönlich kennenzulernen. Im Jonas, Moritz, doch Kevin, da war doch einer dabei, ne? Rewe Kevin, so, mit dem Licht gehen, so,
Und ja, die Mongos, glaube ich, ne? Und die beiden, ja, Vivi Bing mit Kevin mal wieder zu sehen. Ach, noch ein Kevin. hat sehr viel Spaß gemacht, wie immer. Und ja, morgen geht's ins Toverland. Da habe ich einen Termin mit der Marketingleitung Deutschland. Da machen wir, denke ich mal, ein ganz interessantes Interview. Da machen wir schön ein paar Videoaufnahmen. Freue ich mich sehr drauf. Das heißt für mich, morgen früh um 7 ist die Nacht vorbei und dann fahre ich von Brühl nach zum Toverlandpark. Da fahre ich, glaube ich, irgendwie so 1,5 Stunden oder was. Ja, und dann geht's zurück nach Lübeck. Schneiden und ihr kennt das ja, ne? So, ja, ich wollte euch nochmal ganz kurz das Hotelzimmer zeigen. Ich hause hier im Hotel am Stern, ist so ein 3-Sterne-Hotel in Brühl, ist ungefähr 3,3 Kilometer vom Phantasialand entfernt. Sieht, denke ich, mal ganz cool aus. Ich zeige euch das mal. Ja, hier eben Bett, ne? Auch sehr sauber, muss man wirklich sagen. Ganz cool eingerichtet. Ich wohne hier im ersten Obergeschoss. Das ist der große Fernseher, oder? Unfassbar. Es ist hier keine Klimaanlage, das ist so ein bisschen schade. Aber es gibt hier so ein riesiges Teil. Das mache ich auch gleich an, da glaubt man dran, weil es ist eine Affenhitze hier drin. Und das habe ich gestern auch schon einen gemacht. Also ich hause hier seit Samstag eben. Ne? Da bin ich angereist aus Lübeck und eben 2 Tage Phantasialand und Montag eben Toverland. Ja, hier so ein kleines Fenster. So wie man das so, die Aussicht, ja gut, da ist der Parkplatz jetzt hier hinten, das ist jetzt nicht so interessant. Badezimmer kann ich euch noch mal ganz kurz zeigen. So, das ist auch mördermäßig interessant. Aber damit man das mal ganz kurz sieht, ne? Hier so alles wirklich schön sauber. Ich kann ja auch mal meine Fresse aus dem Kamerabild nehmen, weißt du? Dann kann man das vielleicht mal ein bisschen besser sehen. Ah, Dusche. Ah, geht auch auf? Ja, natürlich geht die auf. Nee, echt wirklich, mir ist immer wichtig im Hotel, dass es eben sauber ist und das ist es hier definitiv. Also falls ihr mal ein Hotel sucht in Brühl oder was, kann ich das wirklich empfehlen. Ich zahle, lass mich lügen, 74 € pro Nacht und wenn du dann noch Frühstück haben möchtest, kommen noch 5 € dazu, sodass man eben pro Nacht mit Frühstück auf 79 € kommt. Ist, denke ich mal, ein ganz fairer Preis. Kann man nicht meckern und ruhige Lage hier. Also, ja, mir hat es an nichts gefehlt. Ja, ich komme gerne wieder. Und Frühstück war auch sehr gut. Ist auch nichts dran zu meckern. Alles, was man so braucht, mit dem Licht gehen. Alles, was man so braucht. Und ja. Ja, Mensch, cool. Cool, sag ich schon wieder. Also, hiermit beende ich auch diesen Vlog für 2 Tage Phantasialand. Mein Fazit, es hat sich definitiv gelohnt. Der Park hat sich sehr viel verändert. Na gut, ich war zuletzt 2008 da, unfassbar, oder? Ich habe jetzt mir eine Jahreskarte geholt, ne? Wisst ihr, glaube ich, jetzt schon, einen Erlebnispass. Und ich denke mal, ich werde das Phantasialand auch dieses Jahr nochmal besuchen. Ja, aber jetzt sind eben auch nochmal andere Parks dran. Und ja, ne? Ja, und jetzt gebe ich mal zurück ins Lübecker Studio, denn jetzt kommen wir zum Feedback der letzten Funfair-Blog-Ausgabe, sprich, dann kommt ihr zu Wort. Und dann habe ich natürlich nochmal eine Frage an euch und wir kommen zum Feedback der letzten Funfair, was ich gerade schon gesagt habe, unfassbar. Ha! Sprich, eure Kommentare. Gut, dann würde ich sagen, schalte ich zurück ins Lübecker Studio. Bis gleich. Ja, da habe ich doch glatt die Verabschiedung vergessen zu filmen. Unfassbar, oder? Ja, der zweite Tag, den haben wir jetzt etwas ruhiger angehen lassen, weil der erste Tag im Phantasialand war doch schon sehr anstrengend und ging auch recht lange. Wir haben uns, glaube ich, irgendwie so um 11 Uhr getroffen im Berliner Viertel oder wie das da heißt und sind dann als erstes in dieses Madhouse Hotel Tartuffe gegangen. Das hat mich schon, ja, ich war ja das erste Mal erst da drin und es hat mir sehr gefallen. Ich mag ja diesen Madhouses, also wo man so Hindernisse hinterlaufen muss, ihr wisst, was ich meine. So in der gerade in der Gruppe macht das sehr richtig Spaß und das hat mir sehr gut gefallen da. Auch so die ganze Umgebung, wenn man die Impressions-Videos, die ich dann noch so gefilmt habe, also Talukan Offride und im mexikanischen Viertel von Chiapas und diese ganzen Wasserfälle so auch so sieht und auch in Verbindung mit Deep Africa. Also der Park ist wirklich super gepflegt und wirklich top thematisiert.
es macht einfach Spaß, da auch zu verweilen, ein paar schöne Videoaufnahmen zu machen. Und ich wollte natürlich wieder länger filmen. Und ja, ihr wisst ja, wie das immer so ist, ne? Was rede ich denn da? Und wir haben nochmal so als kleinen Tipp, wenn ihr mal essen geht im Phantasialand, habe ich, glaube ich, im Vlog auch schon erwähnt, geht in diese Taverne da in Klugheim. Es ist nicht besonders groß da, sind, glaube ich, nur ein paar Tische. Relativ eng da, aber es lohnt sich wirklich dort zu speisen, weil es ist wirklich lecker und auch gar nicht teuer. Also mir hat das dort sehr gefallen. Wie gesagt, wenn ich das nächste Mal im Phantasialand wieder bin, also am 19. August, ne, bin ich ja wieder da zu den Celebrations Day da. Dann werde ich da, denke ich mal, wieder speisen, weil das hat mir schon sehr gefallen. Aber wie gesagt, auch überhaupt der ganze Park. Habe ich aber schon in dem ersten Teil von dem Phantasialand-Vlog erzählt. Den verlinke ich euch gleich nochmal. Ja, da könnt ihr ja alles nochmal nachlesen, nachschauen, nachlesen. Mann, nachschauen. Nachschauen? Man weiß es nicht. Ja, jetzt habe ich natürlich nochmal eine Frage an euch. Und zwar, wie ist eure persönliche Meinung über Tarun und Raik im Phantasialand? Das würde mich echt mal interessieren, was der eine oder andere davon hält. Schreibt das gerne mal in die Kommentare hier auf YouTube, Facebook, Twitter und ihr wisst schon wo. Und dann nochmal eine interaktive Umfrage. Die blende ich euch jetzt hier oben rechts ein. Also wenn ihr das Video auf YouTube und Google Plus schaut. Die wie folgt lautet: Habt ihr schon einmal in einem Phantasialand Hotel übernachtet? Ja oder nein? Es gibt nur zwei Antwortmöglichkeiten, also gar nicht so schwer. Nehmt gerne mal an dieser interaktiven Umfrage teil und natürlich auch da werde ich das Umfrageergebnis in der nächsten Funfair-Blog-Ausgabe präsentieren, als auch das eine oder andere Feedback von euch werde ich natürlich auch präsentieren, wie immer eigentlich. Unfassbar, oder? Ja, in der letzten Funfair-Blog-Ausgabe ging es ja um was eigentlich? Um das Walibier Holland. Ist noch gar nicht so lange her, ne? Guck mal, schon eine Woche vorüber und schon weiß ich nicht mehr, unfassbar. Da habe ich euch gefragt, wie ist eure persönliche Meinung zum Walibier Holland? Und dann gab es ja noch die Umfrage, welche Walibier Holland Achterbahn mögt ihr besonders? Und erster Platz ist Lost Gravity mit 51%. Zweiter Platz ist Goliath, so, mit 45%. Dritter Platz ist Speed of Sound mit 3%. Und vierter und fünfter Platz mit jeweils 0% ist Robin Hood und Express Plattform 13. Ja, ich hätte eher gedacht, dass Goliath auf dem ersten Platz landet, aber so kann man sich täuschen, ne? Weil eben höher, schneller, bla bla bla. Aber so sieht der Park auch mal, eine Achterbahn muss nicht unbedingt super hoch sein und super schnell sein, sondern sie muss Spaß machen. Und gut, Goliath und Lost Gravity machen beide super viel Spaß. Aber ich glaube, wenn ich mich entscheiden würde, würde ich auch Lost Gravity nehmen, weil die Bahn ist eine absolute Spaßbahn. Also ich habe die, wie gesagt, total unterschätzt und fahrt damit. Es lohnt sich wirklich. Also die macht richtig Fun. Dann habt auch wieder fleißig kommentiert auf YouTube zum Beispiel, schrieb der Willi Schmitz. Hallo Lars, hallo Willi. Erstmal vielen Dank an die liebe Bianca und ein großes Lob an dich für dieses tolle Video. Ja, vielen Dank, lieber Willi, das Lob gebe ich gerne an Bianca weiter. Sie hat auch wirklich toll mitgemacht. Ja, bei mir war es mit den Besuchen fast wie bei dir. Mein vorletzter Besuch war 2003 zu Six Flags Zeiten. Aha, auch schon lange her, also ich bin nicht der Einzige. Und war dann nach langer Zeit im vorigen Jahr nochmal da. Der Park ist für Action-Junkies ein Muss. Es stehen dort unheimlich tolle Fahrgeschäfte, wenn allerdings bei manchen auch die Jahre schon zu merken sind. Ja, mein Favorit ist Lost Gravity. Hatte das große Glück, dass ich im Vorjahr darauf eine ERT hatte. Ein unvergesslicher Tag. Viele Grüße. Ja, vielen Dank, lieber Willi, für dein ausführliches Statement, wie immer. Viele Grüße zurück aus Lübeck und ERT auf Lost Gravity ist schon unfassbar. Hatte ich zwar noch nicht eine ERT, aber dadurch, dass Bianca und ich noch ein On-Ride-Foto wollten und die ersten beiden Fotos nichts geworden sind, weil ich immer meine Hand vor das Gesicht hatte oder irgendwie was, mussten wir leider nochmal fahren. Also insgesamt dreimal hintereinander. Unfassbar, oder? Aber dann brauchte ich auch eine kleine Pause. Also eine ganze Stunde auf Lost Gravity. Man weiß es nicht. Dann auf Facebook werden da geschrieben, der Sebi Rendi, der hat nur geschrieben, bester Park für alle die auf Adrenalin stehen. Wo ich bis jetzt war. Achso, okay. Kann ich nur zustimmen. Also es ist wer Adrenalin sucht, der ist im Walibier Holland richtig aufgehoben. Da gibt es, glaube ich, wie gesagt, 6 Großachterbahnen und viele weitere Action-Fahrgeschäfte. Also der Park lohnt sich wirklich und wie ich festgestellt habe, viele in meinem Bekanntenkreis kennen ihn noch nicht, Walibier Holland, also ihr müsst, ist auch gar nicht so weit weg an sich, also von der deutschen Grenze auch. Von Lübeck kann ich das genau sagen, 5 Autostunden oder irgendwie sowas.
Hat sich aber gelohnt. Es war so spaßig und ja, ihr müsst dort mal selber euch ein Urteil bilden. Fahrt selber gerne mal hin und falls ihr Walibi Holland noch nicht kennt, schaut euch das Video an. So, dann, ja, das soll's von... Achso, ich habe natürlich wieder alles durchgelesen. Stimmt, das vergesse ich immer. Und ich kann nur sagen, weiter so an alle. So, und jetzt nochmal eine kleine Videoempfehlung. Und zwar war ich kürzlich bei Kreativ, aber falsch zu Gast. Und zwar, das ist so ein Rätselspiel oder Quiz. Ja, wenn ihr mal sehen wollt, wie ich total ablose. Unter anderem sogar mit meiner kleinen Schwester. Unfassbar, die Nina. Hm? Wusstet ihr eigentlich, dass die Nina meine kleine Schwester ist? Unfassbar, oder? Und mit der Stimme von Funfairblog, von dem Kanaltrailer und Cassie zusammen. Ja, interessant, schaut mal drauf. Dann verlinke ich euch das mal in der Videobeschreibung, als auch hier im Video. Schaut mal rein. Und dort in dem Link findet ihr auch weitere Vlogs vom Phantasialand, von anderen YouTube-Kanälen, von den Mongos, Kimis Fanmopol, Funtime Arena, Vivi Bing und hast du nicht gesehen. Also landet ihr auf der Funfair-Blog-Kollaborations-Playliste. Und da sind viele weitere informative Videos. Schaut da gerne mal rein und es lohnt sich, wird auch immer ständig von mir aktualisiert. So, das wollte ich nochmal klar, so eine kleine Videoempfehlung mitgeben, damit ihr auch nochmal wisst, was sonst noch so alles geht. Unfassbar, oder? Ja, das soll es von mir gewesen sein, oder? Ja. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst es mich doch wissen, indem ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Und ja, im Anschluss erfolgen wie immer die Outtakes. Und die nächste Funfair-Blog-Ausgabe erscheint wie immer kommenden Montag pünktlich um 19 Uhr MEZ, mitteleuropäische Zeit. Bis dann würde ich sagen, macht's gut und ciao. Es ist mal wieder Zeit für Funfair-Blog, eine Art Videoblog über... Hier ist gerade eine Fliege, die nervt. Geh weg! Es ist mal wieder Zeit für Funfair-Blog, eine Art Videoblog über Freizeitparks und Kimmis. Und heute sprechen wir über was eigentlich? Und heute sprechen wir über Unfassbar, oder? USA, USA, USA. Und heute gibt es die Fortsetzung von meinem zweitägigen Besuch von irgendwo.